Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge der VfB Stuttgart Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute werde ich die Folge oder das Jahr in der Stuttgart-Karriere mit dem Spiel gegen die Hauptstadt eröffnen, gegen Hertha BSC Berlin. Und wir haben in der letzten Folge auf jeden Fall richtig starke Spieler verpflichtet für die Innenverteidigung, die wir uns jetzt in der Übersicht anschauen. Hier sind wir auswärts bei Berlin zu Gast und möchten natürlich liefern. Wir lassen direkt mal einen Doek hier ran für Zagadou. Rechts lasse ich auch Wanyonam eine Möglichkeit, links Mittelstädt. Die Mittelfeldreihe passt auch soweit und Guirassy und Undav vorne im Sturm. Enzoki werde ich tatsächlich mitnehmen für einen Haraguchi und einen Vega werde ich auch mitnehmen für Karasor sowie Thomas für einen Perea. Genau, das ist meine Startaufstellung. So gehe ich rein in die Partie gegen Hertha BSC Berlin, werden allerdings noch die Trikots ändern und dann wirklich reinstarten hier. Und das erste Mal spielen wir in den rot-schwarzen Trikots gegen Hertha BSC. Let's go! Rein geht es hier in das Spiel gegen Berlin. Und da verzählte 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Mal gucken, wie es hier jetzt funktionieren wird. Spieltag Nummer 4 hier und wir wollen gewinnen. Richter ist die Choreografie der Berlin-Fans. Sie agieren mit Jovetic, wir mit Undav und Guirassy vorne im Sturm. Und der erste Angriff gehört direkt mal den Stuttgartern über Chill Diaz, der hier den Ball allerdings verliert, leichtsinnig. Wanyonam. Doeki. Mafropanos. Sosa. Endo und Wanyonam. Glück gehabt, dass der Ball noch irgendwie zurückprallt. Jetzt Guirassy. Erste Chance Stuttgart hier in Berlin. Jetzt Sosa mit der Ecke. Die kommt ziemlich zentral. Silas, Mafropanos und Jahrstein mit der nächsten Parade. Mafropanos. Chill Diaz. Verliert hier den Ball an Marco Richter bzw. Kevin Prinz Boateng. Munoz. Die Berliner kommen über Jovetic. Marco Richter. Und eine starke Parade von Florian Müller, der in den letzten Spielen auch sehr gut war. Wie ich fand, er hat sehr viele gute Möglichkeiten der Leverkusener pariert. Und somit den Dreier gewahrt. Hier auch wieder Müller zur Stelle. Und der Aufbau wieder über Sosa. Guirassy. Liegt aber auf Bittencourt. Der allerdings hier wieder im Besitz der Berliner. Und Doeki direkt da. Der neue Zugang aus Berlin. Undav. Endo. Bettencourt. Und Chill Diaz wieder. Jahrstein zur Stelle. Jaime. Jovetic. Prinz Boateng.
Und wieder ist es Mafropanos, der hier den Ball entschärft. Guter Ball auf Dennis Undav, der mit einem guten Auge auf Guirassy und wieder Jahrstein. Dieser Keeper ist hier heute wirklich unüberwindbar. Silas. Sosa. Bittencourt. Und wieder Wanyonam. Chigerchi. Jovetic und Kevin Prinz Boateng. Marco Richter. Nunos. Einwurf für Stuttgart. Mafropanos. Wir sind hier gleich am Ende des ersten Durchganges. Silas. Plattenhardt. Chigerchi. Kevin Prinz Boateng. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen und uns in Acht nehmen. Denn jede Aktion könnte hier gefährlich für uns enden. Da ist ja Halbzeit und immer noch das Ergebnis von 0 zu 0 hier. Weil wir auch uns die Zähne am Beißen, ausbeißen am starken Jahrstein. Wie wird der zweite Durchgang? Wir werden es sehen. Let's go. Unverändert gehen wir rein. Auf geht's. Wanyonam. Kevin Prinz Boateng. Gil Diaz. Bittencourt. Starker Ball hier auf Undav. Undav mit dem 1:0 für Stuttgart. Zeit wurde es. In der 49. Minute gehen wir in Berlin in Führung. Sehr schön. Und wieder ist es Dennis Undav. Wieder ist es Dennis Undav. Sehr guter Ball hier. Und dann überwindet er Jahrstein im Tor. 1:0. Für Undav ist es bereits der vierte Treffer. Mal schauen, ob das so weitergehen wird. Oh, fast wieder der Ball bei Undav. Plattenhardt. Wanyonam. Bittencourt. Guirassy. Das müsste das 2:0 sein. Es ist leider nicht. Jetzt wird Boateng ausgewechselt. Neu für ihn ist Luke Bacchio. Chigerchi. Wir werden jetzt auch mal das erste Mal wechseln hier. Um Sicherheit reinzukriegen, bringe ich Thomas für Guirassy. Führe ich für Bittencourt. Mittelstädt bringe ich für Sosa. Genau. Und Enzoki für Mafropanos. Willkommen unser Neuzugang aus Hoffenheim auch mal. Einsatzminuten und da ist der Ausgleich durch Jovetic. 1:1. Alles wieder ausgeglichen hier. Hätte Guirassy diese Möglichkeit genutzt, wäre es hier wahrscheinlich anders verlaufen. Das Tor natürlich auch in Verantwortung von Konstantinos Mafropanos. Da muss er einfach besser stehen. Und Jovetic bedankt sich. 1:1. Wir kassieren hier mal wieder viele Gegentore. Weshalb ich auch in der Innenverteidigung was machen musste. Silas Wamagituka könnte das Ergebnis wieder egalisieren. Aber leider macht er das nicht. Thiago Thomas. Mittelstädt. Der gegen seinen Ex-Club spielt. Und trifft. 2:1. Mittelstädt hier. Der Jubel ist verhalten, weshalb ich auch hier direkt in die Hälfte gehe.
2-1, Mittelstädt bringt uns wieder hier in Führung. Stark. Wie er sich den Ball zurechtlegt und dann einschiebt. Kennt natürlich die Schwäche von Jarl Stein. Bestens 2-1, gerade eingewechselt. Schon sticht er. Ein unserer Neuzugänge. Und wieder Mittelstädt im Fokus. Führig. Wenn der Ball auf Wundaff kommt, könnte es geschwind 3-1 widerstehen. Jaime. Und Zorki klärt. Thomas. Undav. 3-1 für Stuttgart. Jawohl. Und da ist die Entscheidung. Denke ich mal, die Vorentscheidung. 3-1, Dennis Undav zum zweiten Mal Torschütze. Hier, er macht eine brutale Saison. Und könnte das hier zum Jahresbeginn die Tabellenführung bedeuten. Und dann könnte man mit voller Brust ins Heimspiel gegen Dortmund gehen. Sowohl in Stuttgart als auch in Florenz läuft es optimal. Gute Teams für den Jahresbeginn ausgesucht. Habe es ja in Turin, in Gladbach, in Mailand probiert. Nie hat es so richtig geklappt. Kaum wechseln wir in FIFA 23 zum VfB Stuttgart und den AC Florenz, schon läuft es wieder hier in FIFA. Niederlechner kommt jetzt für Jovetic und ich werde nochmal wechseln hier. Und zwar kommt Vega auch zu seinem Einsatz und dann passt es, denke ich. Der nächste Neuzugang in den letzten Minuten oder in den letzten Stunden eingetütet vom Transferfenster, Gabri Vega, gekommen aus Vigo, wird hier getestet. Was das Marktwert betrifft, weiß ich selber, habe ich es übertrieben. Mal schauen, ob er der Leistung gerecht werden kann. Der Ablösesumme in Zorki. Führig. Kein Abseits. Che Diaz. Thiago Thomas. 4-1. In Berlin. 4-1 in Berlin. Wenn das die Tabellenführung nicht bedeutet, dann weiß ich auch nicht. Optimal beginnt das Jahr hier in der Stuttgart-Karriere. Jawohl. 4-1. 79. Minute. Auch für die Bayern gegen Leverkusen. Enzoki, der macht so eine starke Partie schon hier. Tusa. Richter. Ofarias. Stark getäuscht und jetzt wieder Chill Diaz. Leg ab. Undav 5-1. Undav mit seinem dritten Treffer hier in dieser Partie. 5-1 für Stuttgart. Hier im Olympiastadion, hier in Berlin. Das ist ja brutal. Wenn es so auch weitergeht in diesem Jahr, bin ich top zufrieden und bleib hier 10 Jahre sogar in Stuttgart. So gut, wie es hier läuft. Mir macht es brutal Spaß momentan hier in Stuttgart. Niederlechner. Farias. Das Spiel neigt sich dem Ende. Jawohl. Wir schlagen Hertha BSC mit 5-1. Ein sehr gutes Ergebnis, wo wir natürlich auch anknüpfen können. Mal gucken, ob es so weitergehen wird.
Hätte Jahrstein in der ersten Halbzeit diese Schüsse nicht pariert, wäre es vielleicht sogar höher ausgefallen. Bayern gewinnt 4-1 gegen Leverkusen und sind trotzdem immer noch Zweiter. Können uns aber in der nächsten Partie von Dortmund absetzen. Mal gucken. Skoraufschlussbericht zu Cardenas. Er hat eine 64, okay. Und Skoraufschlussbericht zu Jonas Johannes Schenk hat eine 58. Gut. Dann lösche ich hier mal alle Spieler. Und dann auch Friedel, Schuranov habe ich noch auf der Liste. Und jetzt werde ich noch kurz einen Trainingstag machen. Weiter. So. Dann nochmal. Trainingstag überspringe ich jetzt. Und dann freue ich mich gleich auf die Partie gegen Dortmund. Skandalfluss-Bericht zu Ozan Kabak. Hat eine 76, okay. Und Thomas möchte spielen. Ich denke darüber nach. Ja, wir gucken in die Tabelle. Wir sind weiterhin auf Platz 2. Könnten jetzt aber gegen Dortmund unsere Leistung natürlich abliefern. Denn wenn wir uns die nächsten Gegner anschauen, es wird nicht einfacher. Es kommt Leipzig, Schalke und dann der FCA. Im Pokal kommt Saarbrücken nach Gladbach und vor Bremen. Werden auf jeden Fall richtig geile Wochen oder richtig geile Spiele im Januar. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich mit einem Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns morgen zur neuen Folge der Florenz-Karriere, wenn wir dann in die Conference League starten. Bis dahin macht es gut, haut rein und ciao.